Auch heute habe ich wieder einen Stream mitgeschnitten für euch, und zwar spiele ich Superliminal. Auf TikTok habe ich das gemacht, deswegen nicht wundern. Ihr seht keinen Chatverlauf, der Chatverlauf wurde auf einem extra Bildschirm dargestellt, direkt auf TikTok, aber ich werde trotzdem reagieren. Und das wird so für euch, wie der Stream an sich gelaufen ist. Ich wünsche euch viel Spaß, und wenn ihr Ideen für Spiele habt, die ich auch mal spielen könnte, schreibt es ruhig in die Kommentare. Los geht's! Ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Die Musik sollte hoffentlich nicht zu laut sein, sodass man mich noch versteht, ansonsten muss ich noch ein bisschen runternehmen. Wenn die Musik zu laut ist, sagt mir Bescheid. Wer von euch kennt das Spiel schon, Superliminal? Ich habe es letztens bei Hausi gesehen. Are you filled War with ziemlich feelings of frech. self-doubt? Do Dachte mir, you das muss man find einfach mal yourself prone to minimizing massive dilemmas or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt, we'll make your dreams come true. Los geht's. Das ist unsere Steuerung. Gut zu wissen. Hier sind wir. Ah. Natürlich erstmal wieder was unterzeichnen. Wie immer. Sind zu klein zum Lesen. Terms of Service. Na ja, gut. Hier schauen wir weiter. Wir haben diese Tür hier. 208. Ich glaube nicht, dass es von Bedeutung ist, aber du hältst die Klappe, weil du hast es schon gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber du verrätst trotzdem bitte nichts. Ach, so schlimm ist es schon. Okay. Nein, keine Tipps bitte. Guck mal hier. Wir spielen eine Runde Schach mit Riesenfiguren. Da noch. Achtung, das ist pur. Hey, ich werde zumindest nicht erschlagen, das ist schon mal gut. Okay, also wir lernen. Das ist die Perspektive, die Realität darstellt. Etwas größer wird. Dann wird es auch wirklich. Nein, ich habe das einfach. So, okay. Ja, okay. Ich glaube, das ist dann auch schon klar, ne? Also. Dann mach das einfach. Keine Ahnung. Einmal guck mal. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Schenke. Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists.
This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Du hältst die Klappe. Da ist eine Tür. Junge. Ich glaube, so schwer war das jetzt nicht. Guck mal, ich kann jetzt hier das Türchen. Aber jetzt kann ich mich nicht mehr draufstellen. So, okay. Erster Raum war ja noch ganz easy. Oh, guck mal, hier ist ein Würfel. Ach so, keine Objekte. Ach. Lass ich. Also ich kann keine Objekte mehr. Gut. Gut ausgeht. Ah. Okay. Ah, okay. So. Damit sind wir einmal durch die Tür durch. Soll ich auch gerade sagen, ich glaube, ich brauche den Würfel. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Wird jetzt nicht mehr weiter an draufstehen. Jetzt ist es, komm ich überhaupt noch dran vorbei hier. Okay. Ach, das ist das. Wir spielen ja, Super Limit. Das ist, Chat-Angezeigt. Mir wird Chat-Angezeigt. Mir wird Chat-Angezeigt. Ah, da. Auf. Ah, wo ist die Tür? Die Tür geht auf. So. Tonqualität und so. Jetzt? Zwei Türen rechts geht halt wieder auf. Diese Rutsche. Noch ein bisschen Lösung. So, übertreiben. Möchte jemand ein Stück Käse haben? Ich hab was übrig. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing gedacht, that this is a dream. Ist, evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation hier, activities. Das ist eine Streaming-Software. Und lasse sozusagen das Spiel im Fenster laufen. Und die Streaming-Software capture sozusagen das Fenster ab und mit Hilfe der eingebauten Kamera
Ich hole mir noch eine andere Kamera. Kann ich mich hier noch einblenden? So. Ja, okay, ich glaube. Auf PC. Ich weiß nicht, sobald ich drin bin. So, schade. Und sie drüben eine Zirkelhämmer-Tür rein. Das darf ich nicht. Ich sag lieber nicht. Weil Marc hat das Ganze schon durchgespielt, beziehungsweise angespielt. Und er weiß schon ein bisschen was. Ich habe ihm gerade den Maulkorb verpasst. Traumsofa. Warning, you have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Ich hab so ein bisschen Durst. Ich glaube, die müssen wir uns, können wir uns teilen, oder? Reicht die für uns? Nein. Möchte jemand einen Schluck Soda? Nein. Bringen wir die jetzt oder hier auf? Na, und dann kommt noch der Stabilbier vor. Was passiert, wenn ich die Soda schüttel hier? Ja, mal größer. Jetzt schon größer als in der Haus. Soll ich nochmal hier hinter gucken? Weiß ich nicht. Ja, da krieg ich ja die Meldung, ich weiche vom Pfad ab. Bitte die andere Tür. Will noch jemand was trinken? Ich hätte ja noch Backpulver. Backpulver? Ja, nimm mal Backpulver. Wasser, Selter, guck mal hier, Selter. Oder wie wir in Deutschland sagen, Wasser mit Gas. Wasser mit Gas. Ist so wie Fenster auf Kippe. Fenster auf Kippe, genau. Fenster auf Kippe. Rennt mal Lukas, hallo. Wir nehmen halt die Tür, okay. Ey, da hat jemand die Scheibe kaputt gemacht. Haben die eine Scheibe oder was? Ey, guck mal, da kannst du reingucken. Das hast du eben schon mal gesehen. So, aber wenn ich das hier jetzt nehme. Muss da bestimmt da runter, oder? Stimmt. Und wie kriege ich das da runter? Die Tür auf. Ich hab's die ganze Zeit komplett auf dem Boden. Rat hier. Sitzt so. Also, was machst du jetzt? Was für Musikwünsche soll ich denn machen? Ah, jetzt habe ich es drauf. Siehst du? Ah, nur eine Sache der Perspektive. Ne, Musikwünsche mache ich nicht. Was soll ich jetzt hier für Musik machen? Wir haben doch Musik im Hintergrund. So. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Hier kann ich wieder keine Objekte mitnehmen durch die Teile. Ah! Durch die Tür kann ich keine Objekte. Aber was ist denn hier? Du passt da noch durch? Na, sieh. Vielleicht passe durch. Das jetzt dann aufpumpen.
spannend. Bitte überwachen. Okay, wir dürfen also nur Leute durch, die keine Objekte. Bin das da? Ein Schwein ist satt. So, also durch. Da unten gespeichert. Oh, cool. Ja. Langsam kriegen wir das Schachspiel hier komplett. Siehst du das? Ja. Apple? Ich hab doch gar keine Apple. Was ist das? Da hat Apple. Das nochmal. Ah, hier ist nochmal. Ja, ich hab Apple. Oh. Oh. Hä? Hä? Jetzt geh ich hier. Nein, das ist auch ganz schön gewesen. Weitergehen, oder? Ups. Du kommst nicht wieder weiter. Hättest du mir das nicht eher sagen können, bevor ich hier runter... Blums. Ich sehe es gerade, das Schild hängt schief. Das hat er bestimmt nicht gehört. Wir machen das mal ein bisschen größer hier. Du hast mich auch. Upsi. Falsche Richtung. Ich glaube, das hätte mich jetzt fast erschlagen. Ne? Aber wenn ich das jetzt nehme. Auch beide. Beide erwischt. Aber gerade so, ne? Ach Mann. Hau da drüben. Da muss ich vielleicht hier. Kann da gehen. Kannst nur so drehen. Jetzt kannst du... Nee, das wackelt zwar, aber es steht. Es steht stabil. Was ist denn das? Das ist Superliminal. Das gibt's auf Steam, im Epic Store und seit kurzem auch für PlayStation 4. Für Xbox weiß ich es jetzt gar nicht. Aber das Spiel ist ziemlich faszinierend, weil es eben mit der Perspektive spielt und mit Physik. Ja, genau das Richtige für meine Tochter. Die kann mit Physik überhaupt nichts anfangen. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ja, ah, hier ist ein Käse, den nehmen wir mal. Warte. Warte. Größer.
Da. Hast du da das? So schwer gewesen. Ist eine Ausgabe. Da siehst du, da haben die auch nur hier die Tür zugeklebt, ne? Warte, ist noch eine Tür. Backpfeifen-Tapete. Jawohl. Wir spielen Super Limit. Du ja irgendwo mit. Die ganze Zeit hier raus. Ah. Okay. So, schön. Okay. Au! Ja, was ist? Junge, stellst du dich immer an, als du bist? So, es ist 3 Uhr morgens. Anfang. Jetzt über eine Minute wartest du, was ist denn? Ich weiß nicht, ich habe erstmal den Wecker ausgeschaltet hier. Ich kann aber auch nicht. Ach so. So. Mal gucken, mal rein. Mehr Wolken. Gleich Wolken. Rote Wolken, guck mal, ich habe schon immer rote Wolken haben wollen. Ah, und graue Wolken. B. Habe ich hier? B, F, okay. A, E. Warte, hier darf ich nicht rein. Na gut, dann schauen wir mal rein. Oh, Feuer natürlich. Melden. Okay, das gab es sogar, ne? Das gab es sogar gar was hier. So. Ja, für Stechkappen. Ich kann. Kann ich jemanden anrufen? Ich kann nicht. Jetzt schon wieder im Vertrag. Ich muss ihn auch noch unterschreiben. Monitor kann ich auch nichts machen. Es gibt ja Spiele, in denen im Mülleimer was zu finden ist. Hier und ausnahmsweise nicht. So um die Uhr. Okay. Oh, wir haben wieder Soda. Wollen wir uns nochmal Soda holen? Nehmen wir das mal Green Soda, ja? Ich liebe Green Soda. Bam. Sie haben sich also das Bein gebrochen. Wie ist das passiert? Ich wurde von einer Dose überrollt. Bam. Wenn damit jetzt nicht der Durst aller Welt gestillt ist hier. Das Spiel heißt Superliminal. Superliminal. Okay. Ja, das sieht aus, als würde es da irgendwie weitergehen. Das haben wir jetzt schon einmal. So gucke ich eigentlich immer die Mülleimer. Uiuiui. Ja, guck mal hier. Wollen wir nochmal? Aber hier ist ein Ausgang. Da ist auch ein Ausgang. Ich weiß nicht. Was denn?
Ich nehme den Ausgang. Ich nehme den Aus. Ich nehme den Ausgang mit. Was mache ich jetzt mit der Tür hier? Die steht noch. Ausgang auch nicht. Ausgang vorübergehend woanders. Na, okay. Jetzt lässt du mich hier nicht. Komm, lass mich doch mal hier vorbei. Danke. Ich stelle es mal hier ab. Das ist sehr strange. Komm, wir lösen nochmal Feueralarm aus hier. Fuck. Ich wollte gerade sagen, ich denke, das Licht perfekt, oder? Ach, jetzt bin ich drüber gefallen. Ich bin in der Matrix. Da drüben ist aber was. Das will ich haben. Vorhin. Ich bin neugierig. Mach das halt. Wir haben hier noch so ein Schild. So. Zack. Das ist aber nie wahr, ja. Steht das falsch rum. Nee, komm ich nicht hoch. Wir probieren es einfach mal von hier aus. Geh mal von da drauf, da drauf. Hör auf meinen Sohn und geh mal von da drauf, da drauf. Und wir merken, das ganze Super Mario spielen. In den dünnen Dingen zu balancieren, hat sich. Ja, auch. Ja, alles. Aber da ist ja nichts. Ich würde so sparen können. Hätten wir das nicht vorher sagen können? Ich war nicht auch da oben. Ach, und dann sagst du mir das nicht. Du bist der Fisch. Ach, guck mal, hier blinkt das Rot. Hallo, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about being special. So special, also, Dr. in fact, Glenn Pierce that sagt, we have no einziger. Idea where you are. But not to worry, we're working on it. Eigentlich entkommen. Mit Hilfe von Physik und Perspektive. Kann ich ja bestimmt Fox ist das halt. Wählen Sie eine Tür, links oder rechts? Komm, ich war jetzt rein. Scheiße. Hier überall hängen Wolken, Mensch. Haben die nicht im Kopf? Also, hey, guck mal hier. Irgendwo.
Riecht hier vielleicht wieder irgendwo ein Käse. Das hier? Ah, guck mal. Zack, wir haben einen Würfel. Ach, den nehmen wir mal mit. Wir wollen ja hier hoch. Kannst du das gleich? Ich bin oben. Was aber? Ich guck mal, hier hängt was. Komisch. Ich will mal auf jeden Fall bestimmt da hoch. So viel haben wir schon mal. Hoffnung, Ende. Ah, guck mal, ja. Das ist ein Feuerland. Da hier. Jetzt mal. Komm ich gar nicht dran. Was ist hier jetzt wieder so ein. Da ist eine Pflanze. Oh Gott, ich weiß. Wir löschen mal wieder. Und wir lösen nochmal einen Feueralarm aus. Lustig. Weißt du, dass ich ein Bild machen will? Meinst du hier? Da gibt es wieder was? Und jetzt steht doch tatsächlich auf dem Tisch ein Tisch mit einer Blume. Und zack. Okay. Wir haben es verstanden. Ja. Das weiß ich gar nicht. Ach, nicht echt jetzt. Das Ding ist hohl. Mitschleppen und dann habe ich jetzt im Weg und ich habe wieder Hand frei und kriege. Oh, guck mal, noch ein Koffer. Oh, warum kann ich die Koffer nicht mitnehmen? Ja. Sehe schon, da sieht die Perspektive stimmt. Du verrätst schon wieder zu viel. Bucky ist eine olle Qualalawatscha. Das ist nicht Angst, ich bin genau vor meinem Mund, soll ich den Namen an. Okay, wenn ich also hier hoch soll, dann muss ich mich. Ich nehme die. Hä? Jetzt ist plötzlich eine Tür dahin. Nehmen wir den Ausgang mit. Oder stellen wir den ab? Brauchen wir nicht. Stellen wir den ab. Das ist der Ausgang, wo nach oben gefallen. Na gut, gehen wir mal. Oh, da hat wieder jemand was gesagt. Oh, was zu trinken? Oh, ich krieg ja nicht mal was zu trinken, ja. Stolper durch meine Träume und krieg nicht mal was zu trinken. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Mein Arm kommt von der falschen Seite. Gut. Wir gehen weiter. Ausgang.
zu gerne Knöpfe. Ich weiß nicht, wie das böse ist, aber ich zu gerne Knöpfe. Aber auch die Kameraleitung steht. Auch wenn du verlassen kannst, was machen wir? Ich würde alles drücken. Alles gut? Du verrätst schon wieder zu viel. Kleb dir den Mund zu. Nee, ich hab gar nichts verraten. Das wird gar nicht erzählen. Ach nein, das gehört nicht dazu. Nein. Also. Zack. Und den nehmen. Gefällt dir dort, wo es ist, gell? Wenn sie nochmal umstellen. Nein, ach, ist doch nicht wahr. Ich habe die ganze Wand kaputt gemacht. Jetzt hat das Rohr hier oben. Sympathisch. Warum stelle ich die? Warum stelle ich die? Ja. Aber voll hier. Ach, ich bin draußen. Naja, oder auch. Oh, guck mal hier. Stapler fahren. Weil das normal ist. Wollen wir alle mal Stapler fahren, Niki? Hier ist wieder ein Mülltonnen. Nein. Das ist einfach Nagellack. Das ist dein Zuhause. Oh, guck mal, hier ist eine kleine Tür. Ah, hier ist wieder ein Rekorder. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. Okay, you should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Ah, guck mal hier unten war ich schon. Guck mal, ich kann den Notausgang ja mitnehmen. Lauf mal, doch das wurde noch ein bitte gegangen, bin, ne? Ich war doch gar nicht verraten, Papa war da das schon. Ich weiß, aber ja, haben wir wieder. Feuer. Oh, hier sind so ein paar Relax-Sessel. Komm, wir machen mal eine Pause. Genau. Ich bin jetzt. Das ist hier sieht's aus, als fehlt ein Stück Wand. Man muss mal durch. Ich hab noch mehr Feuermelder ausgeliehen. Wenn ihr dafür gibt's noch mehr drin. Ich mach das einfach weiter. Gestern. Feuer. Warum ist hier ein Loch? Hier fehlt irgendwas.
Vielleicht kann ich doch auch. Ich habe den Mond hier genommen. Guck. Da steht was drauf. Tatsächlich. Ah, ist nicht wahr hier. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Wir sehen vorne nichts und hinten nichts, und wenn wir durch die Tür gehen, sind wir trotzdem da. Hi. Wir sind hier. Don't get lost. Was ist mit Feuer im Aufzug? Feuer im Aufzug ist immer den Aufzug. Normale Personen 3 bis 5 Bäume pro Dach. Ich so irgendwie keine. Wir machen Traumdeutsch. Wieso wird das jetzt dunkel hier? Wow, wir laden mal eben auf 600%. Ja. Okay, wir sind wieder da. Es ist 4 Uhr, Wecker aus. Oh, das waren auch schon 11 Jahre. Okay. Also. Na gut, gehen wir mal wieder dahinter. Ach, wir machen einfach wieder Feueralarm. Das ist mehr braun. Wie das Vertrag zum Unterscheiden. Hier laufe ich gerade im Kreis hier. Dann brauchen wir das Original-Apple-System. Oh, da muss ich nachher die Kopfhörer anschließen. Oder man nimmt das. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Ein Würfel. Da hat Äpfel drauf. Haha, ist ein Würfel von Äpfel. Spielen Sie Mensch ärgere dich mit dem neuen Äpfelwürfel. Für 800 Euro. Hier wegen dem frischen Obst. Da kommt man jetzt wieder Feierabend. Macht so viel Spaß. Jeden Raum Feueralarm aus. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Nur für Kuratoren. Ja, warum guckst du in den Mülleimer? Das ist seine Aufgabe. Oh.
repariert es. Auch manchmal. Nein, ich habe schon mal was. Aber ich habe noch nie einen Müll eingeschaut. Der hier. Ach, du darfst ja trotzdem. Das war so geil. Was ist das? Ah, guck. Hier ist der Äpfelwürfel. Das sind halt normale Zahlen. Ja, das sind Äpfel. Hier, guck. Das sind Äpfel. Siehst du das? Apfel. Nana, setz deine Brille auf. Soft. Ja. Gib nur Stärke leiser und dich lauter. Noch leiser. Ja, das war. Ich bin sechsfache Oma. Da drüben und ein. Kommt mal noch so ein Äpfelwürfel. Ist so. Kennst du Oma noch? Zwar nicht, aber es sieht aus. Ja, guck mal, das ist nur ein halber Wurf. Ja. Ja. Das ist also der. Da ist Momo oft. Und der ist auch bei uns. Das war so. Der so, ja, guck mal aus dem Fenster, dann klingelt das plötzlich. Aber so, ja, Momo, zu dir funktioniert. Ich hatte so Angst, ne, weil ich dachte mir so, wie weiter jetzt mit Momo. Habe doch tatsächlich ein Loch im Erd. Ich bin da nicht unter WLAN, das ist ganz gut. Das ist toll. Ich glaube, du sollst da rein. Hier lässt er mich ja nicht durch. Feuerland durch. Feuerland. Ah ja, da hast du recht schon. Da oben auch. Das da? Nee. Also muss ich doch in das Loch. Ich wollte aber nicht da reinfallen. In den Loch vielleicht. Oh, guck mal, der Lasse. Er sitzt da, ich die ganze Zeit so. Plötzlich macht er genau dasselbe und mein Daumen ist so laut gegangen. Das ist okay, ja. Du hast mich die ganze Zeit durch den Gipfel. Willst du das Video? So! Lass es jetzt. Danke. Professional Tipp: The average adult can only withstand 3-5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering reorienting you for the emergency exit protocol. Oh, guck mal, wie viel Licht wir hier auf einmal. Hätte mal das zu trinken? Red Soda, Green Soda, Diet Soda, Random Soda, Baking Soda, Mini Soda, Water Soda. Baking Soda, das ist Natron. Na, was haben Sie hier? Komm. Sag hier. Das ist eine Dose Baking Soda. Natron Soda. Boring. Nee, das ist random, warte mal. Bumm. Ah, jetzt versperrt die Dose auch noch das Licht hier. Da. Warte, wir wollten Baking Soda. Baking Soda? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Da kommt ja, ein Spiel. Ja. Ja. Was bitte? Spiel. Don't Knock Twice geht's spielen. So, okay. Eben nicht zweimal klopfen. So. Ich weiß auch nicht, ob es auch bei Steam oder so. Das ist kein Würfel, das ist kein Würfel. Da unten ist ein Schaffensuch. Aber ich hab auch noch. Ich hab das in Oh ja. Wollte jetzt die Würfel wieder nehmen, jetzt geht das nicht. Die stehen auch so auf. Ja, okay.
Jetzt wieder. Also davon gibt es ja nicht so viele. Irgendwas mit L. Okay, dann das okay. Es gibt es aber auch als das. Warte. Ich glaube, du musst dich schieben. Oh, jetzt bin ich hier. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Weigerung des freiwilligen Risiken einer Experimental Überlastung auszulösen, ein Missverständnis aller anderen Lösungen kompliziert. Das weiß ich. Was mich sagen will. Wenn ich so große Palettenstapel sehe, dann möchte ich eigentlich immer umschmeißen. So geht das hier nicht. Sympathisch. Guck mal, ich hab Würfelputte gemacht. Guck mal, den Würfel gemacht. Der ist einfach so hingefallen. Vielleicht ist der andere. Nee, auch nicht. Fällt doch aus. Ey, Papa, Batch ist halt 17 geworden. Bergmann. Mickey Maus Wunderhaus. Wirklich. Oh. Was? Ich will da gleich hier hoch. So, so jetzt komme ich hier hoch. Edge, ausgetext. Nee, nur die von Apple. Der böse Blick gerade. Von Paul King, ja. Also, ja, die haben. Warum stimmst du Leute, wenn sie nur Kritik oder ihre Meinung sagen? Hä? Was stimme ich? Stimmst du? Na, Meinung ist wie Stuhlgang. Hat jeder, aber interessiert nun mal nicht jeden. Und Kritik nehme ich schon ernst, wenn es ernst gemeinte Kritik ist. Aber wenn es Aluhut-Meinungen sind, die brauche ich nicht. Ach, du bist da drauf gesprungen, dann ist da auch nur noch. Ja. Weil ich könnte durch noch rein. Wir lösen heute mal ein paar Geheimnisse, indem wir den Würfel öffnen. Nimm mal eine andere Seite. So eine da habe ich noch. Ja. Weißt du? Gut, ich bin im Würfel auf. Ist ein paar. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was denn gestern? War ich nicht hier oben schon? Halb ein Schreib. Ich glaube, ich kann Bilder machen. Ich glaube, was für Instagram Haha ist. Nein, nein, das sieht besser aus. Haha ist so. Das ist ein neuer. Das ist echt ein neuer. Diesen Tortenstuhl, der kam ist neu. Ja, ich auch, aber dann gehe ich tagsüber Bilder machen. Also, du bist hier. Also ich bin jetzt auf Stufe 9. Wenn ich jetzt das hier als Level nehme, dann wäre ich jetzt bei Level 3. Was hat die Banane damit zu tun? Telefon. Ach so, Menschen, die von ganz normalen Objekten träumen, sind langweilig.
Dem muss ich zustimmen. Gut, das will ich noch. Fahrstuhl. Fahrstuhl fahren. Achtung, der Fahrstuhl fährt nach. Was? Hä? Ich lag mal einmal so und einmal so und einmal so. Und vielleicht auch noch so. Jetzt liege ich schon wieder im Bett hier. Na gut, stehe vor dem Bett. Mach den nicht aus, vielleicht ist wieder was. Es ist um 5, ich muss den ausmachen. Soll ich den ewig klingeln lassen? Ja. So. Löscht. Lauf schon wieder den Gang hervor. Machen wieder. Ja. Und wieder ein Feueralarm aus. Ah, aber diesmal steht ein Radio hier, guck mal. Schon wieder der Dr. Pierce. Nichts zu sagen. Moin, moin. Ist alles okay? Gut. Der Crack hat sich. Gut, wir gehen hier wieder raus. Sollen wir da Backpulver mitnehmen? Backpulver. Geh mal weiter. Die Löwen läuft schon wieder nach links. Eine lange Halle. Das ist doch gar nicht drin. Okay, das Licht ist aus. Jetzt haben wir hier Rotlicht. Also entweder sind wir jetzt in einem Horrorfilm oder in einem Porno gelandet. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Straße geschlossen. Zur Straße geschlossen? Jetzt überhaupt keine Straße. Hätte ihr euch noch ein Auto? Hier. Komm ich bitte. Was denn? Ja. Ja, nochmal rein. Diese bewegen fast die Pfeile. Umgefallen. Da ist mal schon. Mach das auch dann, ne? Wie denn? Ist das so? Oh, ich kenn die. Also manche. Ja. Notfallgenerator hier lang. Mörder, 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 Mörder. Oh! Montag bis Samstag, Mörder. Sonntag, Boden. Cool.
Was? Hier geht's ja weiter. Ah, hier ist noch ein Gang. Hier sind Blumen. Ja, davon da sind wir ja gekommen. Komm ich nicht durch. Ich einen anderen Weg nehmen. Ich habe gestern mit einem TikTok-Supportberater geschrieben, mit dem Verlauf angekommen. Meine Fehler liegen beim Also. Das Spiel heißt Superliminal. Und weiter? Ja, das ist aber nicht so. Vielleicht ist hier jetzt immer. Ja, siehst du, da ist einer, da war noch. Oh, hier steht auch was davor. Hier könnte ich durchkommen. Ja, hier komme ich. Doch, hier komme ich durch. Oh, hier liegt Blut auf dem Boden. Hier. Boah, das war hier knapp hier. Okay. Noch mehr Blut. Noch mehr Blut. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness. Jetzt hier. Gut, danke. That's exactly why we're here to help. Noch mehr Blut. Noch mehr. Ach, Moment. Ja, ich hab's doch. Und noch mehr Blut. Ja, mal wieder so mit. Und noch mehr Blut. Ja, da muss ja jemand richtig abgeschlachtet worden. Also nicht. Folge dem Licht. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Okay.
Ja, willst du zwinkern? Ja. Siehst du das hier? Das ist gar nicht. So, uiuiui. Das war aber dunkel. Was ist das für ein Spiel? Superliminal. Jetzt ist es rum. Und noch mehr Blut. Und wir sind durch. Das Messer ist natürlich auch sehr einladend. Wunderbar. Das Messer steckt ja noch. So. Was hast du gesagt? Kein Blut mehr. Wo ist das Messer hin? Hoffen wir, es ist gut hier. Okay, das ist rote Farbe. Das ist rote Farbe. Vollleben. Da ist immer nicht fertig geworden mit dem Malern. Okay.
Das ist ganz hier hinten einfach nur so. Guckst du das ja? Dachboden. Würde ich jetzt nicht essen. Weiß. Was soll ich? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich brauch's. Auf jeden Fall war es lustig. Aber mir. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Oh, guck mal hier. Sieht aus wie Avocados. Need to see. Oder Birnen mit roten. Nein, Avocado, guck da. Wir laden schon wieder und laden und laden und laden. Wie viele Meter sind denn das? Richtig. Ich meine nur falsch, weil ich einschlafe. Ja, wir machen es wieder hier ein. Vielleicht noch mal. Ja, nein, wieso auch nicht? Irgendwie die grüne Tür oder sowas. Eieieiei. Grün. Push bar to open. Genau, richtig. Oh, jetzt ist er runtergegangen. Ich hole mal schnell die Tür. Dann nur für den Fall, dass ich die brauche. Ich weiß es ja. Okay. Nee, weil guck, der ist festgeschraubt. Der Apple-Würfel ist auf dem Boden festgeschraubt. Oh, das ist der das ist damit, der niemand klaut hier. Apple-Würfel. Ein Wecker. Was passiert? Man hört es. Guck mal, hier ist der Feuerwehr für Geld. Ich glaube, die ziehen sich selbst immer. Hä? Okay. Okay. Okay, 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 okay.
Ah, da ist er jetzt auch ein. Ja, das ist schon. Gut. Warte, ich mach keinen. Ganz gleich. Ja. Na gut, geh mal in die andere Richtung, wenn wir da gehen. Und da ist noch so eine. Warte. Warte, du musst dich verbinden. Ich bin einfach mal hier hoch. Jetzt machen wir euch mit einfach. Naja, das ist oft. Du bist ja schon im Weltall. Bei dem, was ich schon gedacht bin, ja. Hinter dem Wolken. Nein, wie heißt es? Hinter dem Wolken. Einen davor, ja? Müsst ihr da eigentlich hochkommen, oder? Ja. Ab. Hast schon einen roten Bereich. Ändern die Farbe. Ah. Zum Zurückgeben rechts. Warum muss es zurückgeben mögen? Ich will auch der Apple. Ich kann überlegen, was ich mache, wenn ich nicht weiterkomme. Schwierig. Hat jemand eine Idee? Nein. Ah!
Ich musste den Apfel davon runterschubsen mit Hilfe eines anderen Apfels. Siehst du? Haben wir ja schon wieder so einen Apple. Ich weiß ich gerade. Danke für die Verarsche. Bin ich perfekt? Tipps habt ihr keine, sehe ich gerade. Also muss ich mir auch wieder selber behelfen. Warning, Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors. Compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Privat, immer nur privat, hä? Hä? Was ist mit mir? Können wir noch mal Feuerlöscher. Ah, das ist halt. Ich habe halt gehofft, dass ich jetzt hier hochkomme. Sag ich doch. Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn das wirklich VR wäre, das Spiel. Das wäre schon strange, hä? Warte mal hier. So. Okay.
Das schneidet keine Teams. Team. Mal sehen, wie lange das durchhält. Was mehr gibt er auch. Die Dame ist zu und. Ach man, wollen wir halt wieder. Ich glaube, so, da kommt. Da kommt, okay. Super Liminal heißt das Game. Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10. 14 Jahre in Professional Invention. Age Science with Cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Okay, das Deutsch war ein bisschen strange. Was passiert, wenn wir vergessen, den Alarm zu setzen? Ich weiß gar nicht, ob ich den Fahrstuhl wirklich nehmen soll. Weil er zeigt mir ja einen Fahrstuhl an. Was ist denn nur ein Spiel? Wenn ich da sterbe, ist nicht so schlimm. Ich habe ja nicht mal ein Spiegelbild im Fahrstuhl. Load. Ich auch noch. Wir meinen schon 7 Uhr. Also noch 3 Stunden. Sonst machen wir da mal Sweet F. B. Relaxation Room. Wolken. Ich liebe Wolken. Ich bin in deinem. Stimmt, das sind auch noch besser. Aber das sind ja auch rote Wolken. Ja, die eigentlich blauen Wolken. Hello, my Dr. Glenn Pierce. This is a notification. Geht's mit der Impfung? Gut, danke. Was spielt Superliminal ist das? Continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Das ist ganz.
Dann wird das eine Macke hat hier. Alle Feuerlöscher in dem Spiel zu betätigen. Hallo. Ja, das ist ja auch. Ganz groß. Okay, trotzdem. Was haben Sie zu sagen, Herr? Ach so, ich dachte, will mir das erzählen? Ich drücke jetzt auf den Warte. Man kann über PC live gehen, ja? Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Was Neues, ne? Euch auch. Wie kann man über PC live gehen? Wenn du auf TikTok ein Live starten willst, hast du unter dem Button Live starten oder so, steht Geräte, Kamera oder ähnliches, und darunter über PC Mac. Dann gehst du auf PC Mac, da kriegst du dann Stream Key und URL. Das gibst du in einem Broadcasting-Programm ein, so wie ich es hier bei OBS habe. Dann kannst du über PC streamen, sozusagen. Marki. Habe ich gerade gemacht. Was ist denn das für ein Spiel?
Superliminal. Wieso fragen mich immer alle, ob sie mit Dana zusammen sein dürfen? Dann entscheidet Dana das. Ich bin so mini klein. Ich geh mal schnell duschen. Das geht die nicht immer hier. Ach, Herr Doktor, was haben Sie diesmal gesagt? Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce und ich möchte Ihnen meine favorite inspirational quote by me. Ich will jetzt sagen, frag Dana ja selber, weil ich bestimme ja nicht über sie. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Danke für den Tipp, Herr Doktor. Hat mir nichts gebracht. Egal was ich mache, ich soll weitermachen. Ah, ja, okay. Warum? Und ist jetzt...
Draußen. Ah. Wann war das kompliziert? Wie kann man live gehen? Also im Normalfall ist es so, du brauchst mindestens 1000 Follower und du solltest 16 Jahre alt sein. Wenn das funktioniert oder wenn das erfüllt ist, kannst du eigentlich im Normalfall live gehen. Vorausgesetzt, du bist nicht gesperrt worden, weil du irgendwelche Regelverstöße begangen hast. Ein Feuerlöscher. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Hey, das Spiel heißt Superliminal. Headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Scheiße. Ja, ich muss auf meine Wortwahl achten.
stehen wir hier vor einem riesengroßen Schachbrett. Okay. 5 bis 6 Bahnen, das absolute Limit. Gut. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. Weil das sind jetzt auch schon wieder fast 2 Stunden. Und für einen Tesla war es doch gar nicht so schlecht.